Aloha, meine Lieben, und willkommen zur 5. Episode von The Evil Within. Das ist eine neue Aufnahmesession. Ich bin Tatsache festgeglitscht. I get the crisis. Ich habe bis hierhin jetzt nochmal gespielt. Wir gehen jetzt aber erstmal in dieses Haus hier und dann gehen wir nochmal oben hin und gehen nicht... Was war das? Leertaste aufnehmen, ja. Bitte Geschenke, nehme ich gerne. Was kann ich denn aufnehmen hier? Okay, damit werden wir jemanden eine Flasche an den Kopf scheppern müssen. Okay, dann gehen wir jetzt mal erstmal in dieses Haus und dann gehen wir nochmal dahin, wo wir gerade festgeglitscht sind und, ja. Hoffentlich sterben wir jetzt hier nicht. Das wäre hammeruncool. Oh Gott, das ist mein Schatten. Hilfe. Ich habe vergessen, dass mich das stresst hier. Hör ich Schritte? Okay, mein Schatten macht mich wahnsinnig. Oh, möchte man da rein? Eigentlich nicht, oder? Ist nachgeladen? Wisst ihr was? Oh, ich dachte gerade, ich sehe hier überall Gespenster, ganz im Ernst. So, Moment, wir... Ach so, das muss ich ja noch nehmen. Ach, guck. Ja. Stimmt, ist ja von vorne. Jetzt muss ich auch das ganze Inventar noch sortieren. Okay. Dann packen wir das auf die 2. Und die doppelläufige Flinte auf die 3. Wenn wir da nicht gut vorbereitet sind, weiß ich auch nicht. Oh, dude. Okay. Ja, dann gehen wir hier mal durch. Oh. She's gone. She's gone, ja. Oh, hier ist noch ein Eintrag. Schauen wir mal. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin, Myra Hansen, ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Oh. Muss ich da durch? I. Nee, erstmal gucken wir uns hier weiter um. Ne? Okay. Oh, wieso wird jetzt hier alles so komisch? Motherfucker. Bomben ausweichen. Du kannst an Bomben vorbeischleichen. Ja. Aber wenigstens war ich... Ich wollte ja zurückgehen, aber irgendwie bin ich hängen geblieben. Ja, wenn das jetzt hier mal... Also wenn hier einer ist, dann müsste er jetzt angelaufen kommen. Wie nehme ich... Ah, Leertaste. Mein Gott, ich habe es gestern gespielt und jetzt war heute, weiß ich nichts mehr. So. Also ich bin so ein bisschen störi noch von... Nein! Da ist noch so eine Bitch. Oh, Mann, ey. Kann ich mich schon wieder verstecken? Nee, kann ich? Kann ich. Oh, weia. Nehmen. Ja, wie mache ich denn das? Warte mal. Ich konnte schleichen und dann da ran. Und das ist so eine Art Mini-Mini-Spiel. Aber ich habe das... habe ich richtig gelesen. Oh, was muss ich machen? Bomben entschärfen. Wenn du die Nadel innerhalb einer Umdrehung... Oh, innerhalb einer Umdrehung. Ach du Scheiße. Im blauen Bereich anhältst, ist die Falle entschärft. Entschärfte Fallen bringen dir neue Teile für Fallen. Oh mein Gott. Okay, keine Ahnung, wie schnell sich das dreht. Let's see. There goes my Medikit. Ja, das war super. Das hat mir gefallen. Ja.
So, also es hat eine Hammer-Zeitverzögerung. Ich habe früh genug gedrückt, aber irgendwie aktiviert es das dann 40 Jahre später. Okay. Das ist sehr dunkel hier. Wieso gehe ich hier hoch? Okay. Wesley, over here. Das haben wir doch auf der anderen Seite schon gehört, als wir festgeglitscht sind. Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient, Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Oh. Quietly, mind you. Aber bitte leise. Ja, lass mich erstmal gucken, okay? Okay, Oh. Jetzt können wir gar nicht mehr auf die andere Seite, wo ich festgeglitscht bin. Aber ich glaube, dass das auf beiden Seiten getriggert wird. Weil das war genau der Satz, den ich gehört habe beim letzten Mal. Kann ich hier durch? Nein. Der macht gar... Oh, doch. Oh, oh. Will ich hier durch? Ach du heilige Scheiße. Ja, Doktor, ich komme gleich, ne? Ich muss hier erstmal gucken. Oh Gott. Oh. Wir Ich muss doch nochmal zurück. Oh. Hä? Das ist doch jetzt die andere Seite, oder? Da, wo wir festgeglitscht sind. Ach, das... Hä? Wie komme ich denn hier? Was? So, Moment mal. Ich gehe doch mal eben zurück, falls das jetzt überhaupt geht. Und würde dann nämlich meine sämtliche Fähigkeiten verbessern. Okay, Doktor, du musst mal kurz warten, ja? Ich möchte das bitte verbessern. Wo war denn jetzt diese Tür? Da. Das machen wir mal eben. Und dann gehen wir nochmal zum Doktor hoch. Außer der haut jetzt ab, aber wenn ich das machen muss... Oh, ah doch. Ich dachte schon, das hätte sich jetzt verändert. Tja, was machen wir denn mal? Wir machen auf jeden Fall die Kondition von dem Guten. Ich muss mal gucken, was es da sonst noch für Optionen gibt. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe gerade übrigens versucht, per Debug-Konsole... Hallo? Ah, das ist voll irritierend. Am Anfang kann ich die Maus nicht drehen. That's irritating. Ja, müssen wir hier auch vorsichtig sein? Ich hoffe nicht. Das ist ja wohl Standard-Kack hier, oder? Feeling better now? Nein, nicht wirklich, danke. Erstmal speichern. Jo. Okay. Dann... Ach, du bist das. Mach mich doch nicht schwach hier. So, wir wollen auf den Stuhl. Also wollen. Wir müssen auf den Stuhl, weil wir viele schlechte Fähigkeiten haben. So. Verbessern. Jetzt haben wir 10.770. Okay. Das kostet 2... Das nehmen wir schon mal. Ja. Oh. Maximale Sprintdauer. Das kostet Stufe 2. Ach, da muss ich erst Stufe 1. Oh Gott. 5.000? Aber ja, wir müssen besser sprinten können. Das geht gar nicht. Okay. Dann habe ich noch 5.700 Nahkampfschaden. Das wollen wir auch. Und Spritzenwirkung. Boah, das ist zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Gucken wir mal bei Waffen. Schadensmultiplikator. Ja. So, jetzt habe ich nicht mehr viel. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität. Puh, was heißt denn kritisch? Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss. Okay, das ist bei 0% Hammer. Und jetzt habe ich nicht mehr genug. Okay, whatever.
Streichhölzer mehr von mitzunehmen, ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch, ne? Ne, wir können hier noch. Was ist das? Erhöht die Menge der Granaten. Ne, das habe ich ja noch gar nicht. Kann man hier noch irgendwas machen? Nö. Ja, aber komm. Jetzt sind wir einigermaßen gut ausgerüstet. Wir haben uns auf jeden Fall... Yo. Ja. Danke. Danke fürs Gespräch, Leute. Komm, wir speichern nochmal. Das hätte ich jetzt gerade machen können, aber egal. Hier, wir speichern nochmal. Möchtest du diesen Spielstand überschreiben? Ja. Dankeschön, mi amor. Gut, dass der Spiegel da ganz am Ende ist. Dann joggen wir da mal hin. Ja, schon besser, schon besser. Oh. Ach so, apropos, gut, dass er jetzt gerade geschlagen hat. Ich habe mir die Folgen, bin ich so durchgeskippt, um zu gucken, ob das alles geklappt hat. Und da habe ich dann gesehen, als ich dann vor dieser toten Kuh stand. Ach so, halten. Ach nee, ich bin jetzt da. Oh, ist das widerlich hier drin, ey. Schnell raus hier. Was wollte ich jetzt sagen? Da habe ich gesehen, dass man auch gegen Gegenstände hauen kann. Komm, weil dann da eventuell wahrscheinlich Sachen gedroppt werden. Und das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Dann müsste ich das doch jetzt auch mitnehmen können. Jawohl. Okay. Dann suchen wir jetzt Dr. Jimenez. Wie heißt denn Castellanos? Der heißt Jimenez. Ist das hier irgendwie spanisch-südamerikanisch angehaucht oder was? Mich irritiert das. Ich möchte bitte... Hier, kann ich die mal hauen? Hau mal. Nein. Tatsache. Jetzt haben wir Splitter im Finger. Das hat's ja gebracht. So, dann gehen wir mal raus. Wo war Jimenez? Donde está Jimenez? Oh. Oh. Oh, was geht denn hier? Have a look for yourself. Ja, I see. Things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Ja, super. Ja, noch besser. Good Lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. Ich nehme das Tor. You're the one with the gun. If you say so. Yeah, if you say so. Oh, dann gebe ich dir die Knarre. Was hältst du denn davon, Junge? Was ist das? Hier kann ich irgendwas mitmachen. Oder? Ah, damnable thing. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Okay. Let's tap, 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 tap. Ja, Junge, kannst du mir ein bisschen genauer sagen, was ich hier zu tun habe? Oder was ist hier los? Warte, da kann ich noch was zerschlagen. Over here. Oh, da ist here. Was. Ja, Dude. Was? Hey, over here. That's right, this way. Oh. That old guy is gonna get himself killed. Was ist das? Ich möchte es bitte nehmen. Okay, eine Granate. Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Mir egal, Hauptsache ich hab sie. Zweite Maus, also rechts, links. Ja doch, links zielen. Nein, rechts zielen, links werfen, Jesus. Ich werde es gleich feststellen. So, hinter mir kommen SMS an. Ich hoffe, das stört euch nicht. Oh, okay, das war ein Speicherpunkt. Was muss ich denn jetzt machen? Leute. Oh, runter. Mach mal das Licht aus. Was ist los hier? Doch Licht an. Ich sehe sonst gar nichts.
Oh, Schissel, ey. Weiß jemand, was ich machen muss? Oh. Versteck dich! Oh, weia. Oh, auf sowas komme ich gar nicht so gut klar, ne? Oh, scheiße. Da ist die Sally mit dem Messer. Die komische Moves macht. Ja, geh mal weg. Was feucht denn hier so neben mir? Liegt hier was mit mir unter dem Bett? Oh, scheiße. Scheiße. Nein, 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 nein! Was machst du, Castellanos? Du Geisterkranker! Ey. Ach du Scheiße. Okay, der geht mir voll auf den Sack, ey. Voll auf den Sack. Der hat eine Axt in der Hand. Ja, das... Wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Oh, oh, das war dumm. Okay, ich bin voll orientierungslos, ey. Motherfucker. Ach du Scheiße. Oh nein, da können wir nicht drüber. Nein. Ich kotze gleich, ey. Ach Gott, ich kann den nirgendwo drüber. Ja, geil, jetzt habe ich ein Problem, ey. Weißt du was? Leck mich doch am Arsch, du dummes... fucking Bitchkind. Sorry. Ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht, ey. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich glaube, es hat irgendwas mit diesem Monster zu tun, was da unten größere Probleme hat. Okay, Leute. Habe ich keine Dingens mehr? Wow. Genau, so. Nachladen. Okay, der steht ja wohl nicht mehr auf. Ich habe dem sämtliche Dinger. Egal. Rest in peace. Okay, ich bin voll orientierungslos. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Oh nein, ich höre hier schon wieder irgendeine Scheiße. Oh! Oh. Ja, ist klar. Mädel. Oh nein, ich hau die ganze Zeit. Was? Warum schieße ich denn? Was für eine Verschwendung. Ja, ich kann mit Panik sehr gut umgehen. Ich handle dann immer noch sehr bedacht. Und überhaupt. Okay. Wenn das hier so weitergeht, dann kann ich das nicht mehr weiterspielen. Ich weiß nicht, wie ich runterkommen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich hier drüber? Nee. Kann er nicht. Alter. Okay. Ich habe hier das gekropst, glaube ich, ein bisschen beseitigt. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich... Es tut mir echt leid... Hammer orientierungslos und weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Wirklich nicht. Wie komme ich denn aus diesem verdammten Haus wieder raus, ey? Bin auch hier irgendwie reingekommen. Kann ich hier was mitmachen?
scheint ja da unten einer irgendwie einen Aufstand zu machen. Und dem muss ich diese komischen Dinger da ins Gesicht hauen, oder? Oh, scheiße. Versteck dich. Hat er dich schon gesehen? Ach du Scheiße. Oh, er läuft ein bisschen schnurstracks auf mich zu. Bitch. Okay. Okay. Aua. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinlaufe. Das merkt ihr, ne? Ach ja, er kann ja nicht. Oh. Oh nein. Nein! Castellanos! Was? Du hast eine Waffe? Oh Gott, ey, was für eine Katastrophe war das denn? Meisterhaft gelöst. Meisterhaft. Okay, jetzt bevor ich hier gleich komplett ausraste. Ich habe hier einfach keine Orientierung. Oh, scheiße. Okay, geh weg. Oh, mich sieht einer? Wie denn? Wo denn? Wo denn? Ach, er. Nee, zu zweit ist aber uncool, Leute. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, weia, ey. Was, wo ist er denn jetzt lang gekommen? Ach, da ist eine Axt, aber ich konnte die jetzt so schnell nicht nehmen. Ich muss gleich weinen. Ich möchte das nicht. Das macht mich hier gerade total fertig, ey. Shit. Better find cover. Ja. Ich möchte nicht in Wohnungen reingehen. Was hat mir das denn jetzt gemacht? Wow! Okay. Warte. Moment, Moment, Moment. Okay, der bleibt so lange stehen. Alter. Ich habe die... Ach, jetzt kann ich nur noch die F-Tasten drücken. Das war doch vorher auch eins. Deswegen kann ich die ganze Scheiße nicht auswählen. Oh, der kommt näher. Oh, 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 oh. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir nicht. Es ist jemand hinter mir. Der hatte doch gerade was in der Hand. Wieso kann ich das denn nicht wählen? Wo? Oh. Oh, fuck. Oh, Leute, ey. Wollt ihr mich verarschen? Geh bitte raus. Geh einfach raus. Wieso gehst du nicht raus? Was muss ich? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß es einfach nicht. Zieh einfach die Leiter weg. Danach. Okay, wo laufen wir denn jetzt hin? Ins Königreich der Himmel.
Was ist das? Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Der Armbrust? Achso, der sprengt. Okay. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Ich habe aber doch keine Armbrust. Also, thanks, dudes, but... Kommt hier einer hoch? Okay, ich brauche mal eine kurze Verschnaufpause. Alter Schwede, ey. War das jetzt... Also, wenn sowas noch öfter kommt, ich bin wirklich orientierungslos bei sowas. Ich bin sowieso im wahren Leben schon nicht gut, was Orientierung angeht, aber... Damn! Okay, ich danke euch aber ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch in Folge 6 wieder einschaltet. Bis dann! Aloha!